warte mal, ganz nebenbei, hier ist mehr Presse als in Deutschland Wettkämpfer. Thank you.
zweimal gekämpft, zweimal nach Punkten verloren. Ja, irgendwie nicht richtig reingekommen. Kann natürlich irgendwo die Schulter hinschieben. Ja, letzter Kampf war eigentlich ganz gut. Komischerweise lang genug im Kimura drin gehangen. Also ich bei ihm, nicht er bei mir, leider. Am Schluss noch oben drauf gekommen, war noch knapp, hätte noch fast ausgleichen können, aber war die Zeit vorbei. Weiß nicht, das Schwergewicht hier ist eine Sache, die meinen das als Schwergewicht. Die Viecher hier sind abartig, da fühle ich mich wie ein 13-jähriges Mädchen im Vergleich. Naja, schauen wir mal, Arthur ist nachher dran, ich glaube, es ist ein bisschen bessere Gewichtsklasse. Macht schon Bock, aber verlieren war schon immer scheiße, was soll man machen. Jetzt gucken wir kurz, was die hier Schwergewichte nennen. Den Kanadier reingerannt, der bei uns im Haus wohnt. 6 Jahre Training und tritt in der Anfängerklasse ein. Ich würde mich in Grund und Boden schieben. Ich finde sowas von peinlich. Ich war Weißgurt und habe auf der Norddeutschen Blaugurt und Lillagurt gekämpft und habe es auch gewonnen. Ich habe auf der Hamburg Open Lillagurt gekämpft, obwohl ich Blaugurt war. Ich würde nie in meinem Leben eine Gürtelklasse runtergehen. Ich weiß nicht, verstehe das nicht. Da verliere ich lieber. Also ohne Witz, das ist doch einfach nur peinlich. Kann mir nicht helfen. Sorry, das geht mir total auf die Nerven, sowas. Da muss auch mal ein bisschen Ehre haben. Nicht einfach eine Medaille, die man sich betrogen hat, um die Hüfte hängen. Aber das geht gar nicht. Naja, gut, da verliere ich lieber, auch wenn es scheiße ist. Wir haben gerade ein paar Superfights hier angeguckt. Ich glaube, der hat einen Triangle Choke und meinen Sinn erft gemacht. Ja, ich habe sowas noch nie gesehen. Total abgedreht. Morgen ist Dean Lister gegen Cyborg. Besser geht's nicht. Was soll ich dazu noch sagen? Also der Spaß ist wert. Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Platz gesehen. Hier geht's richtig zur Sache. Du musst ihn wenigstens einmal umdrehen, dann ist Gleichstand. Komm, arbeiten! Du kannst nicht einfach liegen bleiben und warten. Der hält dich fest. Arthur, mach was! Ja, und komm, versuch was! Andere Richtung! Arbeiten. Komm, 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 komm! So, lass dich nicht umrennen! Lass dich nicht umrennen! Arthur, komm, Gas, 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 mach was! 1:40! Du musst ihn submitten! Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Komm, 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 komm. Und jetzt schieb. Schieb,
Schieb, schieb, schieb, schieb, schieb. Du hast 50 Sekunden, hol das Ding raus. Hol ihn raus, hol ihn raus. Komm, schieb, schieb. Arthur, schieb. Schieb. Jawohl, komm, komm. Wieder zurück, zurück, zurück. Oi. Komm hoch. Gas, komm, 30 Sekunden. Naja, sitzen mittlerweile im Bad, wenn es hier nice, schöne, coole, kühle ist und man eine ordentliche Ablagefläche hat. Ziemlich angenervt vom Verlauf des Tages. Kann man wirklich auch niemand anders schieben als sich selber. Das ist immer ganz hilfreich, weil Außeneinflüsse kann man nicht ändern, die eigenen kann man. Aber ja, da muss ich mental einiges tun. Vor allem bei mir ist es wirklich langsam nervend, weil es sich immer wieder beruhender Fehler ist. Und ja, gut, in meinem normalen Leben ist einfach zu wenig Zeit, um mich ernsthaft hinzusetzen und um das zu korrigieren. Naja, jetzt habe ich jetzt 3 Wochen Zeit. Kein Kind, keine Hunde, keine Schüler, keine Arbeit, kein nix. Und kann mich jetzt mal wirklich in Ruhe hinsetzen und das bereinigen, weil das muss wirklich nicht so weitergehen. Ich verliere Kämpfe, die muss ich nicht verlieren. Und weil ich immer wieder den gleichen Fehler mache. Ja, was soll ich sagen, angenervt. Wer verliert schon gern, aber es ist wieder so schlicht und greifend, der Ding. Gegen sich selber verlieren, und das ist immer am übelsten. Oh, keine Ahnung, alles ein bisschen komisch gelaufen. Morgen ist ein neuer Tag. Hoffen wir mal, dass es besser läuft. Schauen wir, was passiert. Bis morgen.